Jo Leute, was geht ab? Wir haben gerade vor 20 Minuten unsere Wäsche weggebracht, die wir jetzt in einer 45 Minuten abholen müssen. Und jetzt gerade bricht wieder der Höllenregen über uns herein. Alter, Achtung! Hast du den Donner gesehen? Achtung gleich! Also vorhin hat es echt so laut gekracht, dass kurz die Scheiben ein bisschen gescheppert haben. So. Und ich habe dazu noch den Soundtrack von The Creator laufen. Und es war halt, das war, kam ziemlich episch rüber, das musst du schon sagen, Ben. Ja, das hat perfekt gepasst. Mhm. Digga! Ich bin gerade voll erschrocken und es war nicht mal gespielt so. Guck dir mal, das ist heute gar nicht am meisten. Ja, na super. Mal gucken, ob ich das. Die Musik ist so geil. Ja. Wir sind gewährt gerade zu den Bösen. Ne? Das ist die Playlist. Oh, Dicker! Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade ziemlich Spaß, das aufzunehmen. Oh, schon wieder. Also Leute, das ist wirklich ein Monsun. Ich weiß nicht, ob ihr das... man kann es, glaube ich, leider nicht so sehen. Aber es ist halt wirklich wie... Ja, ich kann es nicht beschreiben. Es ist, Alter. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich wie... Also das ist halt kein... Als, es ist nicht so, es regnet, sondern es kommt einfach... Wie als kippt einer über uns so ein... Bottich oder so ein Pool Wasser aus. So viel Regen kommt hier rein. Vielleicht sieht man es da hinten mit so ein bisschen. Also da oben sieht man es vielleicht. Ja, so. Ja, ist schon krass. Ist schon krass, Alter. Ist nicht ohne, ich sag dir. Und dazu noch die Musik. Junge, Endgame. Ich geh mal kurz hoch, Ben. Willst du mitkommen? Ja, egal. Okay, Leute, ich geh jetzt mal kurz hoch auf die Dachterrasse. Also, Leute, ich geh jetzt mal auf die Dachterrasse hoch. Das klingt hier natürlich viel lauter, weil wir so ein flaches Dach haben, wo das halt drauf klatscht, so ein flaches Blechdach. Alter, ich tropfe hier rein. Also man wird hier nass, Alter. Vielleicht sieht man es dahin. Es ist halt einfach... Wow, Alter. Vielleicht ist es keine so kluge Idee, auf einem hohen Dach zu stehen, wenn es so regnet. Ich kann da rein, ja. Das glaube ich besser. Und du siehst halt auch das Gebäude da hinten nicht mal. Also heute ist besonders schlimm. Also wenn jemand fragt beim nächsten Mal, was mit Monsunzeit gemeint ist, genau das. Ey, das ist übertrieben krass, aber ist geil auch.
Ja, naja, ich räume jetzt weiter unsere Bude auf.